Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen zurück zum Tutorial für KSP 1.6. Wir werden jetzt direkt aus dem Minmus-Vorbeiflug noch in den Minmus-Orbit übergehen. Wir haben nämlich tatsächlich die Umkreise-Minmus-Mission erhalten und müssen danach auch nach Kerbin zurückkehren. Das passt also ganz gut. Wir werden jetzt also nicht nur aus unserem hohen Anflug über Minmus einen Orbit einbremsen, wir haben nämlich noch mehr als genug Sprit, um das zu tun, sondern werden auch noch aus dem niedrigen Orbit ein paar Wissenschaftsdaten mitnehmen und dann fliegen wir zurück und begeben uns zum Labor. Ich hoffe, dass wir das alles zeitlich hinbekommen, aber das Schöne ist, wir müssen keine Rakete bauen und starten, sondern wir sind schon unterwegs. Das heißt, als allererstes werden wir jetzt mal auf Minmus unseren Fokus setzen und werden hier an dem niedrigsten Punkt unseres Vorbeiflugs einfach bremsen, um einen Orbit hinzubekommen. Und das ist auch relativ wenig teuer, denn Minmus hat zum Glück nur eine ganz, ganz niedrige Schwerkraft. Und wir gehen einfach zu dem Punkt, bis das hier flippt. Dann haben wir, was sind das? 22 zu 24, das sieht doch gut aus. Das heißt, ein schöner, niedriger Orbit. In dem Orbit werden wir ein paar Wissenschaftsdaten sammeln in Ruhe und dann fliegen wir auch schon wieder los in Richtung Kerbin. So einfach ist das. Also alles ganz, ganz simpel. Letztlich, da das nur ein 9-Sekunden-Burn ist, können wir jetzt hier wieder den Zeitraffer benutzen und zwar zum nächsten Manöver vorspulen und können uns mit Bob zusammen daran erfreuen, wie wir, guck mal, alles zusammen drauf. Minmus, der Moon, Kerbin. Super, oder? Total toll. So, jetzt ist natürlich alles andere weg, weil es hinter Minmus verschwunden ist. Und wir gehen einmal zu unserem blauen Manöver, um da gleich den Burn abzulegen. Wir werden nicht ganz mit diesem Triebwerk durchkommen. Das heißt, wir müssen einmal stagen während der ganzen Geschichte. Ist aber nicht so wild. Ihr seht ja auch diese Markierung, da ist, da ungefähr ist Sprit alle. Da müssen wir dann halt wechseln. Und dann haben wir auch gleich nochmal ordentlichen Geldschein draufgelegt und können dann in aller Ruhe, im Flyby wäre das ein bisschen hektischer geworden, jetzt die ganzen Experimente zu machen, aber wir können gleich in aller Ruhe die Experimente machen und einsammeln. Und dann machen wir uns auf die Rückreise und liefern das Ganze bei unseren Wissenschaftsoffizieren im Orbit an. So, bei ungefähr 5 Sekunden einmal zünden, einmal die ganze Sache hier brennen lassen und dann werdet ihr feststellen, dass gleich kurz vorher der Sprit alle ist. Je nachdem, wie sauber ihr geflogen seid oder nicht, ist das bei euch schon vorher der Fall oder erst später. Aber durch kurzes Staging können wir das hier nochmal auch wieder auf der nächsten Stufe, genau, auf der nächsten Stufe zu Ende fliegen. So, und sollten dann einen relativ schönen runden Orbit haben, so rund wie es halt irgendwie geht. 23 zu 22, das passt. So, jetzt passiert eigentlich das gleiche nochmal, was wir eben gemacht haben. Das heißt, wir machen alle unsere Experimente. Crewbericht. Oh, nee. Wir müssen einmal den Crewbericht, den wir schon haben, nehmen und wieder reinpacken. Sonst ist der Crewbericht-Slot nicht voll. Nicht frei. So rum. So, sonst ist er nämlich voll. So rum. So, einmal den Crewbericht speichern. Zack. Ah, den kriegen wir nicht. Den kriegen wir nicht anders. Ah, Crewberichte wird schwierig. So, Temperatur protokollieren. Zack. Wir werden den Druck protokollieren. Guck mal, wie die anderen beiden da über Minmus aufgehen. Wunderschön. Dafür ist Raumfahrt doch eine super Sache, oder? So, einmal den Schleim. Einmal das Science Junior. Zack, alles gespeichert. Jetzt müssen wir einmal raus, können im Zuge dieses Rausgehens auch einmal unseren EVA-Bericht machen. Zack, Experiment behalten. So, jetzt müssen wir alles einmal einsammeln und wiederherstellen. So, Experimente speichern schon mal. Und dann machen wir die Experimente hier außen nochmal und nehmen die gleich mit in die Kapsel rein. Und dann haben wir sie quasi zweimal. Einmal zum Abliefern und einmal und einmal fürs Labor. Das ist ein bisschen mehr Aufwand natürlich, als einfach nur die Wissenschaftsdaten zu nehmen, aber es bringt euch in der Karriere natürlich unheimlich weit vorwärts.
Denn ihr bekommt den sofortigen Wissenschaftsboost. Das ist natürlich schon mal prinzipiell eine feine Sache. So, also wir machen nochmal neue Druckdaten. Die nehmen wir auch direkt mit. Wir machen nochmal neue Temperaturdaten. Auch die nehmen wir komplett mit. Und wir machen nochmal den mysteriösen Schleim. Und auch den nehmen wir komplett mit und bereiten das für was auch immer schon mal direkt vor. Ich glaube, ich bin mit der Kameraausrichtung irgendwie auf ihn geraten. Irgendwie verklickt. Ich habe, glaube ich, ja genau, dadurch, dass er zu weit weggedriftet ist, bin ich auf Kamera ausrichten gegangen. So. Zack. Auch hier Kamera. Nee, Kamera wollen wir nicht. Wir wollen die Daten sammeln. Und wir wollen das wiederherstellen. Zack. Und dann machen wir nochmal einen EVA-Report. Der ist ja natürlich auch wieder frei und packen das alles hier mit in die Kapsel rein. Und damit haben wir jetzt eigentlich schon die relativ volle Ausbeute. Ich sage relativ, weil da kommt gleich noch eine Kleinigkeit. Die relativ volle Ausbeute von Minmus in dieser Rakete gespeichert. Was wir jetzt mal machen können, während wir noch Strom haben. So, Auftragsparameter ist natürlich auch erfüllt. Wir haben unsere stabile Umlaufbahn erreicht. Wir müssen halt nochmal zurückkommen, aber das sind so Kleinigkeiten. Wir können uns jetzt hier mal die gespeicherten Daten ansehen, solange wir noch Strom auf dem Gehirn haben. Und bei allem, was hier oben den blauen Balken komplett voll hat, das sind meistens Crew-Berichte und EVA-Berichte, die können wir einfach schon mal senden. Dann sind die nämlich schon mal weg. So. Sehr gut. Ihr seht, das zieht uns natürlich auch ganz gut Strom aus der Nummer raus. Das heißt, wir sollten jetzt kurz warten, dass wir das wieder aufgeladen haben. Und dann können wir wieder die Sachen senden. Und jetzt sagt er uns schon, Warnung, nicht genügend elektrischer Strom. Wenn ihr sowas habt, dann könnt ihr eine Antenne mit Rechtsklick auf Gesamtlieferung, könnt ihr zu Teillieferungen gehen. Das heißt, jetzt wird die Antenne ihre Forschungsdaten fragmentieren und Stück für Stück übertragen. Das heißt, jetzt suchen wir uns mal was Neues noch. Ich habe doch bestimmt noch irgendwas. Genau, 32 Wissenschaftspunkte in EVA-Bericht. Der geht im Leben nicht durch, aber dadurch, dass wir jetzt diese Fragmentierung machen, wird jetzt immer weiter übertragen, bis wir die Daten komplett rausgepumpt haben. Und wir kriegen halt so in kleinen Schritten unsere Wissenschaftsdaten. Das ist relativ nett, wenn man ein bisschen wenig Batterien mitgenommen hat. Und jetzt gucken wir nochmal. Wir haben hier nämlich noch einen EVA-Bericht. Zack. Und der Rest kann, glaube ich, erstmal gespeichert werden, weil das alles Verlust bringen würde, wenn wir das unterwegs machen. So, okay, unsere Wissenschaftsdaten sind raus. Wir sind hier rum. Warum ich sagte, wir sind noch nicht ganz fertig. Natürlich könnt ihr hier jetzt auch immer wieder aussteigen und sagen, so, oh, EVA-Bericht über einem neuen Biom, Binnenland, zack. Und jetzt geht ihr rein, weil Binnenland hattet ihr noch nicht. Und. Jetzt wird gleich Highlands kommen, vermute ich mal, also Hochland. Das sieht sehr bergig aus, was da gerade passiert. Nee, noch nicht. Und so könnt ihr das hier natürlich auch jetzt spielen. Ich würde es jetzt hier nicht groß übertreiben, sondern wir werden eine Runde gleich mal fahren. Auch auf Minmus gibt es natürlich wieder verschiedenste Biome zu besichtigen. Und man kann die aber ganz gut erkennen. Berge, Täler. Ich glaube, sowas hier sind dann Highlands irgendwann auch. Es gibt Slopes, das sind so Hänge. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Müsste Hänge heißen oder sowas. Abgründe. Wer weiß das schon so genau? Okay, aber ihr wisst, was ich meine. Und wir können jetzt natürlich auch nochmal jederzeit, wenn ihr das machen wollt, so einen EVA-Bericht nochmal nehmen und hier mit reinstopfen. Denn jeder EVA-Bericht kann natürlich auch nochmal dupliziert werden insgesamt, wenn ihr das möchtet. Nur wenn ihr das möchtet. So, ich gehe jetzt hier aber mal ran und wir werden jetzt mal unseren Rückflug vorbereiten. Wir müssen nämlich ein paar Sachen jetzt tun. Und zwar als allererstes müssen wir einfach mal erstmal die Minmus-Umlaufbahn verlassen. Das funktioniert wie bei Moon auch am besten, indem ihr einfach sagt, oh, ich fliege erstmal gegen die Umlaufbahn von Minmus hinfort. So, das war jetzt ein bisschen viel des Guten, wie ihr seht. Das war nicht, was ich wollte. So. Und ihr seht, wir sind hier schon wieder ein bisschen eingebremst. Ich belasse es jetzt erstmal dabei und werde jetzt mit dem lieben Bob dieses Manöver gleich fliegen, damit wir nicht irgendwie jetzt zu viel Zeit verlieren. Wie gesagt, ihr könnt hier gerne rumgurken und ganz viel Wissenschaftsdaten sammeln. Ich werde die Wissenschaft Overtime auf jeden Fall eh zusammenbekommen.
Von daher mache ich mir gar keine Sorgen. Gehe ich jetzt mal direkt zum Manöver und zeige euch, wie wir zur Station zurückkommen. Das kombiniert jetzt so ein bisschen das Fliegen im Orbit mit dem, was ihr aus der Rendezvous-Folge hoffentlich mitgenommen habt, nämlich ein Rendezvous machen, dass wir ja letztlich mit der Station jetzt fliegen werden. Und dann versuchen wir, unseren Docking-Nupsi mit dem Docking-Nupsi der Station zusammenzubringen und unsere Wissenschaftsdaten dort abzuliefern. Das geht natürlich, wenn ihr das nicht hinbekommt, auch sehr viel einfacher mit einer EVA. Aber da gucken wir gleich mal, wie viel Zeit noch ist, um Docking im Detail zu erklären. Eigentlich ist es nämlich gar nicht schwer. So. Ich zünd jetzt mal den lustigen Flugknaller. Auch das ist hier alles relativ inexpensive, um es mal so zu sagen. Da Minmus an sich wirklich keine nennenswerte Gravitation hat. Das Ganze dauert halt einfach alles nur eine Weile, weil wir jetzt erstmal ganz gemütlich die nächsten 2 Tage hier wegcoasten und dann erst wieder auf eine Kerbin-Umlaufbahn kommen. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen die Zeit einfach mal aussitzen, bis es soweit ist. Schwupp. Das ist jetzt der Fall. Und das Erste, was wir jetzt machen, ist einfach retrograd gehen und unseren Orbit erstmal wieder runterbremsen. Und da ich noch nicht so genau weiß, wo ich eigentlich rauskomme, mache ich jetzt als allererstes mal einfach einen Retrograd-Burn, bis unsere Periapsis bei 250 Kilometer liegt. So, das heißt, ich bremse jetzt einfach ganz, ganz stumpf mit all dem Treibstoff, den ich noch habe, meine Periapsis runter auf 250 Kilometer Höhe, um erstmal so ungefähr in die Nähe von Kerbin zu kommen. Das dauert nämlich, wie ihr seht, mal eben geschmeidige 9 Tage, um überhaupt erstmal wieder so weit runterzustürzen. So, das war jetzt fast ein bisschen viel, aber können wir auch so lassen. So, was jetzt kommt, ist, ich hoffe, ich kriege Kerbin angeklickt. Huch, ich wollte nicht die Rover ausschalten, ich wollte Kerbin anklicken. So, wir fokussieren unseren Blick auf Kerbin und setzen uns jetzt mal die Raumstation als Ziel. Dadurch kriegen wir nämlich schon mal im Anflug, und der wird ja jetzt hier so passieren, unsere aufsteigenden, absteigenden Knoten. Versucht einfach, den vorher zu erwischen, dass wir diesen Angleich so weit wie möglich draußen noch machen. So, und da werden wir jetzt unsere Neigung an die Raumstation schon mal anpassen. Wie ihr seht, passiert hier schon relativ viel Magic. Wir haben, glaube ich, ein bisschen Glück, wenn ich das richtig sehe. Mal gucken. Es passiert sehr viel Magic. Mal gucken, wo es nachher endet. Holy shit. Also wir kriegen es jetzt auf ungefähr 1 Grad runter. Ah, okay, weil wir durch die Anpassung unseren Kurs zu weit runterdrücken, ne? Sehe ich das richtig? Ach nee, das ist ein Encounter. Oh Gott, ist das alles verwirrend. Okay, passieren sehr viele Dinge. Sehr, sehr viele Dinge. Ja, okay, alles klar. Gut, das heißt, wir werden hier jetzt erstmal unsere Anpassung an die Bahnneigung machen. Ich habe mir ein sehr gutes Flugfenster insgesamt ausgesucht. Damit gehen wir schon mal auf 1 Grad Abweichung runter. Das macht vieles ein bisschen billiger. Und um da jetzt hinzukommen, nutzen wir auch wieder ganz normal das zum nächsten Manöver vorspulen. Das dauert jetzt einfach ein bisschen, weil es sind halt 9 Tage letzten Endes. Das heißt, wir sind auf fast maximalen Zeitraffer. Und die Kiste braucht jetzt einfach ein bisschen, um hier hinzukommen. Der witzige Part ist, wenn ihr euch fragt, warum dauert das denn so lange, ist, sie beschleunigt jetzt hinten raus halt natürlich durch die Anziehungskraft. Wir haben ja fast stillgestanden und kommen jetzt erst rein und haben jetzt einmal einen Burn, um die ganze Geschichte anzugleichen. Und danach werden wir mal gucken, ob wir eventuell Glück haben, die Raumstation gleich zu kriegen. Wenn nicht, zeige ich euch, wie man ganz normal jetzt auch wieder über einen Chase diese ganze Geschichte hinbekommt. Die Raumstation hat ja so einen mittelhohen Orbit, das heißt, wir haben verschiedenste Möglichkeiten, damit umzugehen. Wir können unter ihr fliegen, wir können über ihr fliegen. Das entscheiden wir aber daran, wo wir die Raumstation jetzt erwischen, wenn wir gleich in die Umlaufbahn wieder eintreten um Kerbin.
Und das allererste, was wir dafür machen, ist aber wie gesagt diese Inklinationsanpassung, wenn es sich anbietet, so wie jetzt noch ein bisschen weiter draußen, weil sie da einfach weniger Treibstoff kostet. Das ganze Spiel auch wieder so ungefähr bei der Hälfte des Manövers starten. Und dann sind wir gleich schon wieder. Fertig mit dem Manöver. Das war ja nicht besonders lang. Sehr gut. Okay. Sehr schön. Ihr seht, wir haben jetzt unsere Inklination zur Raumstation schon mal auf 0,7 senken können. So, und jetzt seht ihr, unsere Prognose sagt, wir fliegen hier durch. Die Raumstation ist gerade da hinten. Das heißt, wir können, glaube ich, erstmal einbremsen, habe ich so das Gefühl. Zack. Wenn ich es richtig sehe, ja, er prognostiziert hier halt noch was weiter. Das muss ich mal kurz abstellen. Im Moment kann ich nicht viel sagen, wo wir ihn treffen werden. So, ihr seht, jetzt durch meinen Bremsmanöver seht ihr die Position, wo im nächsten Orbit die Raumstation sein wird. Natürlich ein bisschen wandern. Das heißt, ich kann jetzt relativ flexibel damit spielen und eigentlich meine Bremsung dafür nutzen, die Raumstation an uns ranzuholen. Und ich würde tatsächlich den höheren Orbit wählen wollen. Das heißt, ich gehe wieder hoch mit dem Orbit, also ich schiebe den Nups jetzt gerade in die andere Richtung, um uns mit ihr hier zu treffen, während wir noch in einem höheren Orbit sind. Und es dann abzubremsen. Weil sonst muss ich es bremsen und dann wieder beschleunigen. Das ist irgendwie slightly inefficient. Und da kommen wir auf 15 Kilometer, sagt er schon mal. Und ihr seht, wir haben jetzt noch eine Abweichung. Und jetzt können wir nämlich den höheren Orbit dann nutzen, um nochmal die letzten Reste Inklination abzugleichen und uns dann nochmal in eine Feinanpassung durchzuziehen. So, das heißt, wir warpen jetzt wieder zum nächsten Manöver. Und das ist jetzt schon die Bremsung zurück in den Kerbin Orbit, was wir locker machen können, dadurch, dass wir eben so viel Treibstoff übrig haben. Ganz, ganz entspannt können wir da jetzt unsere Bremsung anlegen. Also wir haben eine Brennzeit von 1 Minute und 2. Das heißt, bei ungefähr 30 Sekunden haue ich den Hobel an. Und dann haben wir noch einen Orbit Zeit, bis wir die Raumstation treffen werden. Und in der Zeit gleichen wir unsere Inklination noch so weit aus. Jetzt bin ich ein bisschen durchs Quatschen über das Manöver drüber. Aber auch das ist nicht so wild. Das sind minimalste Abweichungen, die dadurch passieren. So, damit verbrauchen wir jetzt gerade die Stage, auf der wir fliegen. Wir haben aber noch eine komplette Stage mit ungefähr 1800 Delta V zur Verfügung. Also auch da sind wir noch ganz gut aufgestellt im Moment. Ansonsten wäre jetzt halt quasi der Part, dass man den Wiedereintritt vorbereitet. Das machen wir aber nicht, weil wir eben diese Raumstation jetzt aktiv ins Spiel einbinden wollen. Einfach um zu gucken, dass das tatsächlich für uns auch ja, ein bisschen Vorteil noch bringt, ne? So. Zack. Das ist jetzt schon ein bisschen längerer Burn, das merkt ihr auch. Aber wir müssen auch viel Geschwindigkeit natürlich wegbrennen, weil wir von sehr weit außen reingefallen gekommen sind. Aber gleich haben wir es. Versucht das so exakt wie möglich auf dem blauen Manöver fertig zu bekommen. Et voilà. Sehr schön. Okay, Manöver steht. So, jetzt können wir nämlich sagen, als nächstes auf dem absteigenden Knoten. Also wir sind ein bisschen zu niedrig noch. Das heißt, wir werden jetzt auf dem absteigenden Knoten eine kleine Korrektur vornehmen nach oben, um eben unsere Abweichung auf 0,0 zu bringen. Sehr schön. Das ist wirklich auch relativ klein. Auch hier können wir wieder vorspulen. Und dann gucken wir nochmal auf dem Kurs, was wir noch tun können, um unsere Begegnung mit der Raumstation schon mal so elegant wie möglich zu gestalten. Also es sind immer Einzelschritte. Arbeitet euch bei sowas immer Schritt für Schritt einfach an die Begegnung ran. Das heißt, wir machen jetzt eine wirklich sehr kleine Korrektur nochmal auf die Abweichung, weil das eben auch ein paar Kilometer sind natürlich in der Entfernung, wenn unsere Orbits nicht exakt übereinander liegen. Und ihr seht,
selbst mit wenig Schub ist das relativ schnell vorbei. Wir müssen jetzt einmal kurz stagen, dafür nehme ich relativ wenig Schub nur noch rein, weil die nächste ist... Ah, ich depp. Und das passiert, wenn man aus Versehen nochmal mit dem Daumen auf die Leertaste kommt. Und das Manöver wegstagen. Das Schlimmste daran ist jetzt noch, dass ich eine brennende Stage unter mir habe, von der ich mich jetzt mal verabschieden werde. Und there goes all the Wissenschaft. Alles, was ich euch zeigen wollte, fliegt da gerade weg. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich muss mal gucken, was der Persistent Save sagt. Oh, das ist ärgerlich. So, jetzt gucken wir mal. Schnell speichern. Was ist passiert? Ich bin nochmal auf die Leertaste gekommen. Das war tatsächlich jetzt gar nicht geplant. Wir können mal gucken. Normalerweise habt ihr immer so ein Persistent Save. Mal gucken, wo der gemacht worden ist. Der Quick Save, das war ich jetzt gerade, um zu dem zurückzuspringen. Also das wollte ich euch nur mal zeigen. Also das wollte ich euch eigentlich nicht zeigen, aber jetzt können wir mal gucken, wo der Persistent Save liegt. Heieieiei. Ich hoffe, er liegt, bevor ich mich von allem getrennt habe. Nein, ich glaube, er liegt... Eieieiei. Ja, er liegt noch in dem... Schöne Scheiße. Okay, ich probiere jetzt mal was. Ich probiere nämlich... Ah, nee, das ist auch keine gute Idee. Das Ding ist natürlich nicht gut. Und so schnell wird eine Rettungsmission draus. Verdammte Axt. Das ist für ein Tutorial jetzt ganz schön kompliziert, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir gehen mal mit dem Flow meines Versagens. Wir haben jetzt eine Rettungsmission für Bob, der hier oben mit seiner Wissenschaft im Orbit sitzt. Und wir haben natürlich auch noch eine... Mal gucken, brennt da der Dings noch? Nee, der ist aus. Okay, wir haben hier sehr viel Wissenschaft, die wir gerne noch irgendwie verwerten würden. Das heißt, das müssen wir auch noch retten gehen. Das heißt, jetzt kommt eigentlich der Part, dass wir eine andere Rakete brauchen. Das heißt, ich muss einmal ins Space Center runter und eine Rakete bauen, damit wir das Ganze wieder gerade ziehen können. Aber ich würde sagen, mit diesem wunderschönen kleinen Schockmoment, einmal zu viel gestaged, würde ich es für heute einfach mal beenden, denn wir haben jetzt eine ganz, ganz neue Mission vor uns. Das ist eine doppelte Rettungsmission. Also wir üben Rendezvous und Docking tatsächlich in der nächsten Folge sehr deutlich. Und zwar retten wir einmal den lieben Bob aus seinem Orbit und bringen ihn nach Hause. Das sollte das geringere Problem sein, beinhaltet aber auch ein Docking. Und wir retten diese Wissenschaftspunkte in dem Relay und bringen die noch zur Raumstation. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.